Willkommen zu einer der epischen Questlines in Elden Ring Shadows of the Erdtree DLC, die Quest von Fürsten Ymir. Freunde, diese Quest ist eine der längsten im Elden Ring Shadows of the Erdtree DLC und daher gibt es in diesem Video natürlich einige Spoiler. Ihr seid vorgewarnt, wir gehen die komplette Quest durch, machen alle Entscheidungen und ich zeige euch die versteckten Bossgegner, was ihr von der Quest bekommen könnt und wie die ganze Quest funktioniert, Schritt für Schritt aufgezeigt, so dass ihr auch den allerepischsten Bossgegner überhaupt in Shadows of the Erdtree DLC findet, nämlich Metir, Mutter der Finger. Und diese Quest hat wirklich viele, viele Entscheidungen und ihr schaltet neue Wege und neue Gebiete frei und wir gehen das Ganze Schritt für Schritt zu 100% einmal durch, damit ihr wirklich auch alles findet. Wir starten hier vom Mikellas Kreuz und zwar ganz am Anfang müssen wir natürlich erstmal zu Manus Metir hinkommen. Und zwar starten wir von Mikellas Kreuz hier und müssen dann erstmal in die Ruinen hier reiten, also einmal komplett hier geradeaus durch und dann den geheimen Pfad finden, den wir hier unten finden. Hier einmal runtergehen und uns hier runter droppen lassen. Bisschen aufpassen natürlich, dass ihr hier nicht sterbt. Nehmt noch den zerschmetterten Steintalisman mit und ihr könnt dann einfach einmal hier runtergehen und dann hier unten quasi einmal landen. Passt darauf, dass ihr wirklich auch auf so einem Podest landet, sonst sterbt ihr nämlich relativ schnell und geht dann weiter runter, um in das neue Gebiet zu kommen. Folgt diesem Weg einfach weiter. Unten gibt es noch ein paar Gegner, die macht ihr am besten platt und dann könnt ihr in den nächsten Abschnitt gehen, den wir hier eben finden und somit den nächsten Abschnitt erreichen. Habt ihr hier die Gegner erledigt, geht ihr einfach weiter. Bevor ihr weitergeht, schnappt euch hier noch die goldenen Bögen am besten. Das sind nämlich noch ein paar neue Zaubersprüche, die wir natürlich immer gut mitnehmen können. Und hier ist nochmal der zerschmetterte Steintalisman, den wir auch hier finden. Wir sind also einmal hier durch die Ruinen durchgelaufen und hier haben wir jetzt den neuen Punkt freigeschaltet und können diesen Weg quasi weitergehen, um zum neuen Gebiet zu gelangen. Geht also hier an der Seite einfach einmal runter und von der Höhe her passt das. Da braucht ihr jetzt keine Schwierigkeiten haben. Hier über den Balkon und dann einmal nach unten. Hier könnt ihr noch ein paar Sachen einsammeln und dann geht es entsprechend weiter. Folgt dieser Höhle und ihr kommt dann auf der anderen Seite heraus und findet dort ein neues Gebiet, nämlich ein kleines Dorf. Klettert hier die Leiter einmal hoch und ihr kommt auf der anderen Seite an. Freunde, pusht unbedingt mal das Däumchen nach oben, lasst ein Abo da, wenn euch dieser Guide hilft, denn das wäre super für den Kanal, um den zu unterstützen. Seid ihr hier oben angekommen? Kommt ihr im Bonnydorf raus und das ist hier. Ihr seid jetzt also hier auf der anderen Seite und könnt diesem Pfad quasi folgen, um zur Manus Metir zu gelangen. Wir sind also hier von den Ruinen einmal rübergegangen zu diesen Ruinen. Hier sind wir durch den Berg durch, hier rüber und sind jetzt im Bonnydorf. Und vom Bonnydorf müssen wir aber erstmal hier hochgehen, um eine wichtige Geste zu holen, die wir unbedingt für diese Quest brauchen. Schnappt euch also die verlorene Gnade und geht weiter durch das Dorf hindurch, bis ihr am Ende vom Dorf angekommen seid. Seid ihr hier am Ende vom Dorf, gibt es dann zwei Brücken, die wir überqueren können. Die überqueren wir jetzt aber noch nicht, sondern wir gehen erstmal hier oben entlang. Bevor wir diese Brücken jetzt hier markieren bzw. überqueren, gehen wir erstmal hier oben zur Markierung hin. Und da gibt es eben noch eine wichtige Geste, die wir brauchen, um diese Quest dann später zu erfüllen. Also einmal hier links entlang, schnappt euch hier im Dorf natürlich noch die Gegenstände und geht rüber zur Markierung. Hier gibt es übrigens auch noch was ganz Nettes, nämlich einen schweren gesprungenen Topf. Folgt der Markierung dann und ihr findet ganz am Ende einen Baum und darunter liegt eben die Geste, die Umarmung der Mutter oder O Mutter auch genannt und die brauchen wir unbedingt im weiteren Questverlauf, deswegen unbedingt einsammeln und das ist diese Geste hier, die wir dann später noch benötigen, um einen geheimen Gang freizuschalten.
Hier also nochmal auf der Karte. Hier ist der Punkt, an dem wir die Geste finden vom Bonnydorf, bevor wir die zwei Brücken rübergehen, die wir jetzt lang gehen, um hier zu Manus Metier zu kommen. Also Freunde, weiter geht's zum nächsten Abschnitt. Den Brücken folgen komplett einmal und dann kommt ihr auf der anderen Seite zu einer Gnade, wenn ihr die Brücken überquert habt und könnt dann weiter zu Manus Metier reiten. Habt ihr hier die Gnade aktiviert, folgt ihr dann einfach dem Weg bis ganz nach oben und ihr findet dann am oberen Wegrand auch noch eine Gnade. Die könnt ihr natürlich dann noch aktivieren, wenn ihr sie noch nicht habt, und geht dann weiter in den Palast von Manus Metier. Wir sind jetzt also hier oben einmal angekommen und müssen eigentlich nur noch hier unten durch zum Palast einmal rein und da schnappen wir uns unser Pferd und reiten da eben hier einmal rüber, einfach der Straße entlang, diesem Weg folgen. Hochstraße sind wir jetzt. Wir sind diesen ganzen Weg hier hochgeritten von der Brücke zum Dorf. Bonnydorf hier einmal lang über die zwei Brücken und dann hier bis ganz nach oben. Hochstraße und hier von der Hochstraße gehen wir also den linken Weg, um zum Palast von Manus zu gelangen und da reiten wir einmal rüber. Haben wir die Straße oberhalb durchquert, finden wir den Palast ganz oben am Ende, nicht zu übersehen, richtig schönes Gebäude und da gehen wir einmal rein, um quasi hier erstmal Manus zu finden, beziehungsweise die Kathedrale von Manus zu finden, denn der Typ hier, ich bin Yirm, sagt er ja. Und das ist eben seine Quest. Wir gehen einmal zu ihm, besprechen mit ihm alle Dialoge durch, die er hat, und können dann bei ihm sogar auch noch später Zauber kaufen. Geht hier aber wirklich alle Dialoge erstmal durch, bis er wirklich nichts mehr zu sagen hat, sein Menü öffnet und euch die gemeißelte Halskette gibt und auch noch eine Runenkarte. Das ist die erste Runenkarte, die wir erhalten. Und die gilt es jetzt gleich zu entziffern. I gave you charts the site of a hallowed ruin. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Habt ihr mit Ymir alle Dialoge durchgesprochen, solltet ihr unbedingt noch rechts hinter dem Pfosten schauen. Dort ist nämlich noch ein weiterer NPC. Falls er bei euch hier noch nicht steht, dann unbedingt noch einmal rasten und hier einmal mit ihm sprechen, um noch ein bisschen mehr über die Geschichte von den beiden und über die Story zu erfahren. Hier gibt es dann nochmal einen extra Dialog, der euch nochmal ein bisschen tiefer in die Story reinholt, sofern man das hier überhaupt bei der Story sagen kann. Schauen wir uns aber nun die Ruinenkarte an, die wir erhalten haben, und dort kann man, ja, nicht viel erkennen, muss man ehrlich sagen. Doch ich zeige euch natürlich, wie wir diese Ruinenkarte nutzen. Wir müssen nämlich jetzt die Finger aktivieren und zur Drachengrube reisen, um in das nächste Gebiet zu kommen. Und dazu benutzen wir hier einmal die Gnade. Die Drachengrube können wir erreichen, indem wir ganz am Anfang einen ganz gewissen Weg nehmen. Hier ist die Drachengrube auf der Karte und um dorthin zu kommen, müsst ihr eben einfach hier von dem ersten bzw. zweiten Checkpoint hier oben vor der Seite des Schlosses einmal entlang reiten und hier die komplette Straße oberhalb nehmen, um hier zum nächsten Gnade zu kommen. Wegpunkt am Säulenhang, dort einfach einmal weiter und ihr kommt hier zur Drachengrube. Die Drachengrube müssen wir durchqueren, um zum nächsten Gebiet zu kommen. Und hier gibt es einen kleinen Twist, den wir ja schon öfters mal von From Software bekommen haben. Hier ist nämlich so ein kleiner Altar und auf der hinteren Seite müsst ihr einfach in den Abgrund springen und kommt dann nach einer längeren Fallzeit tatsächlich auch unten heil an vor einer Boss-Arena. Hier könnt ihr noch einen Gegenstand einsammeln, den ihr natürlich gerne mitnehmt, den Schmiedestein, und könnt dann in die Boss-Arena reingehen, um hier auf einen Drachenmenschen zu treffen, den ihr einmal besiegen müsst, um die Drachengrube weiter zu durchqueren und ins nächste Gebiet zu gelangen.
Gib dem uralten Drachenmensch also Saurus und ihr könnt danach die Tür in diesem Raum benutzen, um im nächsten Gebiet rauszukommen, wenn ihr den Drachenmenschen besiegt habt. Wir sind also hier von ganz Anfang den Weg hier hochgelaufen, über die Vorderseite des Schlosses und dann hier über den Wegpunkt Säulengang, sind nun durch die Drachengrube durch und hier auf der anderen Seite rausgekommen. Drachengrube Endstation. Und von hier aus gehen wir jetzt weiter, um unseren nächsten Checkpoint zu erhalten, den wir auch unbedingt benötigen, um die Quest weiter voranzutreiben. Schnappt euch also euer Pferd und wir reiten hier einmal durch das Gebirge durch und wir kommen dann oberhalb am Checkpoint an. Ziehen hier einfach durch und bei dem Drachen, die hier vorne liegen, sind wir hier und wir gehen hier einmal rechts vorbei. Ihr müsst die Drachen natürlich nicht wecken, reitet hier einmal komplett durch und geht hier entlang und ja, ihr kommt hier an solchen Ziegen vorbei. Einfach immer weiter geradeaus. Es ist eigentlich nichts Großartiges zu beachten. Reitet hier durch das Gebirge durch und ihr seht da von ganz weitem schon einen riesigen toten Drachen. Und genau da müssen wir auch hin. Hier ist euer nächster Checkpoint, großer Altar der Drachenkommunion. Hier einmal die Gnade benutzen. Und ja, ihr werdet sehen, dass ihr hier noch auf einen neuen NPC trefft. Dazu gibt es aber natürlich später noch die Questline im Kanal. Dementsprechend überspringen wir das Ganze hier erstmal. Braucht auch erstmal nicht mit ihm reden, dann wird auch nichts getriggert. Von dem großen Altar der Drachenkommunion, wo wir jetzt sind, schnappen wir uns unser Pferd und gehen dann weiter. Reitet hier einmal rüber in Richtung Kralle und ihr könnt dem Weg hier folgen, um auf die andere Seite zu gelangen. Hier einmal durch das krass rote Blumenmeer durch. Sieht wirklich ziemlich cool aus, wie ich finde. Und hier haltet ihr euch dann einfach links und reitet immer weiter, bis ihr hier an diese Klippe kommt. Und jetzt genau aufpassen, wo ihr an der Klippe endet. Denn hier gibt es einen gewissen Spot, nämlich hier. Und da könnt ihr die Klippe nach unten springen und den unteren Bereich erreichen. Hier müsst ihr einmal lang gehen, um dann hier diesen Strand zu folgen. Und genau das machen wir jetzt auch. Also hier absteigen und ihr seht da unten, da ist dann wie so eine Säule, die herausragt. Da können wir einmal drauf gehen, da gibt es auch noch was. Holt euch das natürlich gern. Und himmelblaues Ufer können wir somit erreichen. Haltet euch links und reitet dann hier am Strand einmal entlang, bis wir dann zum nächsten Checkpoint kommen. Also hier einmal komplett durch, geht nicht zu weit nach rechts ins Wasser, weil sonst fallt ihr runter und seid natürlich wie immer erledigt. Also immer einfach weiter geradeaus reiten und ihr kommt dann hier zu so einer blauen Blumenwiese, der wir weiter folgen, gehen hier diese nächste Säule entlang, die Treppen hoch und hier können wir noch eine Kleinigkeit einsammeln. Schnappt euch die Gräbertalilie und geht dann hier einmal rechts rüber und ihr kommt dann hier zu den Fingerruinen von Raya. Hier müsst ihr die Gnade aktivieren und quasi die Finger einmal berühren, um die Quest weiter voranzutreiben. Schnappt euch also euer Gefährt und geht einmal dahin. Wir sind hier den Strand lang gelaufen und haben hier die Fingerruine von Rihanna aktiviert und können von hier aus jetzt ja relativ mittig einmal hinreiten, um die Finger quasi zu berühren, um die Quest weiter voranzutreiben. Geht hier einfach runter, passt aber unterhalb bei den Gegnern auf. Die können schon ziemlich happig sein, wenn sie euch nämlich treffen, hauen sie euch direkt vom Pferd und fressen euch auch mal ganz schnell auf. Relativ mittig finden wir dann hier diese Finger, die wir jetzt einmal berühren müssen. In der Mitte ist nämlich ein großer Finger, den wir dann eben einmal anfassen können. Geht da einmal hin und drückt die Aktionstaste und dann heißt es die hängende Glocke berühren. Habt ihr das gemacht, erhaltet ihr den Purpursamen Talisman, der eure Tränke nochmal weiter erhöht, verstärkt die LP-Regeneration einer Flasche mit Purpurdrehen deutlich. Und diesen Talisman habt ihr jetzt in die Tasche und ihr könnt die Quest jetzt weiter fortführen und müsst quasi jetzt nur noch einmal zurück eben
zu Manus Metir, also der Kathedrale von Manus Metir, reisen. Die Fingerruinen sind hier wirklich ziemlich mittig, da könnt ihr sie finden. Und wenn ihr sie einmal angefasst bzw. berührt habt, dann könnt ihr von hier aus wieder zurück zur Kathedrale von Manus Metir reisen. Sind wir hier angekommen, können wir jetzt natürlich einmal von unserem Erfolg berichten und mit ihm sprechen. Und wie wir sehen, hat er auch eine Hand auf dem Arm. Finde ich ein bisschen makaber, aber eine ziemlich coole Quest. Wir erfahren jetzt noch einiges mehr über die Lore von Shadows of the Erdtree. Ziemlich interessant, meiner Meinung nach. Und ich lasse das hier einfach mal laufen. Wir erhalten sonst noch die Ruinenkarte und den geliebten Sternenstaub-Talisman, der die Zauberrate deutlich erhöht. Und das ist schon ziemlich stark. Geht mit ihnen den ganzen Dialog komplett einmal durch, bis er nichts mehr zu sagen hat. Und geht dann natürlich auch noch hier die einzelnen Dialoge einmal durch. Julan. Well, I hope that she behaved at least. The poor girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times. But don't think that makes her a bad bird. It's no surprise her little sister too has a heart of gold. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the Erdtree. The follies of men, their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Ever young Mikkola saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted, his roots mired in madness. A tragedy, if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything when the blame lay squarely with the mother. May the gleaming stars guide you evermore. Nachdem wir jetzt eine neue Karte zu den alten Ruinen erhalten haben, geht bitte noch nicht direkt dorthin. Wahrscheinlich wird es eh schwierig, das auf Anhieb zu finden. Um die Quest jetzt noch ein bisschen weiter in eine andere Richtung zu treiben, beziehungsweise noch mehr über die Lore zu erfahren, sprecht unbedingt nochmal hier mit der jungen Dame und ihr erfahrt noch einiges mehr über die Lore und könnt das Ganze sogar noch ein bisschen weiter vorantreiben, bevor ihr zum nächsten Finger geht, um den zu berühren. Sprecht hier also wieder alle Dialoge durch und dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Wir rasten dann einmal und gehen hier wieder zur Kathedrale zurück, um das Ganze nochmal einmal neu zu laden, das Level, und merken dann relativ schnell, dass Ylmir oder Ymir nicht an seinem Thron ist. Wir gehen dann nämlich einmal hin und sehen dann, dass er dort gar nicht ist und können ihn dann aber außerhalb finden. Wenn wir wieder hier zurückkehren, merken wir, dass der Thron von Ymir leer ist und er nicht an seinem Platz ist. Wir können ihn dann aber außerhalb bei den Gräbern finden, wo er eben trauert, und da gehen wir jetzt auch gleich einmal hin. Vom Thron aus rechts gesehen könnt ihr in den hinteren Bereich kommen, wo eben so eine kleine Grabstätte ist, in der er noch ein Gebet abhält, und hier könnt ihr noch einmal kurz mit ihm sprechen, um noch etwas mehr über die Mutter zu erfahren. So nenne ich sie jetzt erstmal, um euch nicht zu sehr zu spoilern. Habt ihr hier das Gespräch beendet, geht ihr nochmal zurück an den Thron und könnt dort einen versteckten Schalter finden. Dieser Schalter schaltet dann den Thron frei, denn unterhalb gibt es noch einen Geheimgang. Geht also einfach zu dem Thron zurück. Drückt hier einmal die Interaktionstaste und ihr könnt den Stuhl nach hinten schieben, um unterhalb ein kleines Versteck zu entdecken, und dort
könnt ihr eben auf eine kleine Überraschung warten. Wenn ihr nun die Leiter nutzt, um nach unten zu gehen, bufft euch vorher, bereitet euch auf einen Kampf vor, denn ihr könnt diesen Kampf aktuell nur einmal machen. Wenn ihr sterbt, könnt ihr erstmal nicht mehr hier runter. Es ist zwar nicht schlimm, ihr könnt den Kampf später wiederholen, aber wenn ihr hier den Gegenstand von dem Gegner schon haben möchtet, dann solltet ihr hier den Kampf unbedingt gewinnen, denn wenn ihr ihn nicht gewinnt, kommt ihr erstmal nicht mehr hier runter. Also Invasion durch Anna, Schwerthand der Nacht, unbedingt gewinnen und dann geht's weiter oberhalb. Wie gesagt, wenn ihr den Kampf nicht auf Anhieb schafft, ist das gar nicht schlimm. Es trägt sogar noch ein kleines Geheimnis dazu, denn ihr könnt dann hier nicht mehr zurückgehen, aber eben ein kleines Geheimnis erfahren, wenn ihr hier wieder mit ihm sprecht, ohne vorher den Gegner gekillt zu haben. Wie gesagt, später könnt ihr so oder so nochmal auf ihn treffen und euch dann revanchieren. Daher ist es nicht ganz so wichtig, ob ihr den jetzt besiegt beim ersten Mal oder nicht. Ihr bekommt dann halt nur beim ersten Mal auch seine Gegenstände. Schauen wir uns die Notiz der Ruinenkarte 2 nun an und schauen da einmal drauf. Da ist tatsächlich diesmal auch etwas zu finden, denn auf der Karte sieht man, dass es so ein kleiner Ausschnitt, ja so eine kleine Insel ist, die so ein bisschen wie so ein Finger aussieht. Und da finden wir natürlich auch den nächsten Finger, den wir wieder berühren müssen. Und dazu schauen wir einmal auf der Karte nach, wo müssen wir jetzt überhaupt hin, um zu diesem Finger zu gelangen. Wir müssen zunächst mal von der Hochstraße zum Kirchenbezirk, da müssen wir starten, um den Weg rechts zu diesem Finger, den wir ja jetzt schon sehen, der aussieht wie auf der Karte, einmal dorthin zu kommen, um den Finger zu berühren. Wir starten also von der Gnade, hier Hochstraße und reiten hier einmal durch, um hinter das Gebäude zu gelangen und dann auch in diesen Fingerabschnitt der Insel zu kommen. Reitet hier einfach die Straße entlang und ihr kommt dann hier den Weg durch und jetzt müssen wir diesen Weg erstmal freischalten, indem wir hier in dem Bereich erstmal das Wasser ablassen. Das führt dann dazu, dass wir hier noch wesentlich mehr erkunden können, vor allem aber auch in einen neuen Bereich reinkommen und da zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Geht hier also erstmal an die Gnade und dann lassen wir hier in dem Bereich einmal das Wasser ab im Schatten Bergfried Kirchenbezirk. Hier sind wir jetzt also einmal angekommen, Schattenbergfried, und von hier aus geht ihr hier einmal runter, springt darüber, passt auf, dass ihr nicht ins Wasser fallt, weil dann seid ihr sofort tot. Geht hier über diese Kante, springt auf die andere Seite und hier oben dann einmal nach rechts rüberspringen. Dann von hier aus einmal übers nächste Dach, dann aufpassen, hier kommt ein kleiner Gegner, den könnt ihr entweder ignorieren oder eben weitergehen, hier auf der linken Seite, ihr könnt natürlich auch platt machen und dann hier oben auf das Dach gehen. Von hier oben aus ein bisschen vorsichtig sein, hier auf diese schmale Kante springen und von hier aus einmal runterspringen. Hier kommt jetzt noch ein Gegner, den solltet ihr eigentlich schon erledigen, weil er sonst auch später ein bisschen nervig sein kann. Macht den auf jeden Fall einmal platt und dann könnt ihr hier weitergehen. Ist der Kampf vorbei, geht ihr hier gleich die erste links rein über diesen kleinen Wasserbrücke, was ja eigentlich nur überflutet ist. Und hier einmal links die Treppen hoch, Achtung, hier einmal springen, nicht runterfallen und hier eben die Leiter benutzen. Hier kommen noch ein paar Fledermäuse, die könnt ihr natürlich platt machen und hier rechts gibt es noch ein paar Knochen, ist aber eigentlich eher so eine kleine Falle und das nehmen wir mit, aber im Endeffekt können wir hier hinten dann einmal die Leiter hochklettern und kommen dann hier oben zu einem Schaltmechanismus, den wir aktivieren können, um das Wasser in dem Bereich oder in der Region abzulassen, um hier nochmal komplett neue Wege freizuschalten. Habt ihr das erledigt, geht es wieder zurück,
Denn jetzt müssen wir in den neuen Bereich gehen und ihr seht, das Wasser ist jetzt hier weg. Wir gehen einmal hier rüber auf die andere Seite und gehen quasi den Weg wieder komplett zurück. Gehen jetzt hier aber in der Mitte lang. Hier könnt ihr euch natürlich auch gerne noch was holen. Ansonsten laufen wir hier einmal komplett durch, bis wir hier hinten an den Aufzug kommen. Den benutzen wir einmal, um nach oben zu kommen. Vergesst aber nicht, unten das Gebiet auch nochmal später komplett zu machen. Also da gibt es schon noch viel zu holen, deswegen da gehen wir jetzt heute jetzt hier nicht drauf ein. Die ganzen Guides dazu findet ihr natürlich im Kanal, Freunde. Also pusht gerne mal das Däumchen nach oben. Und lasst auch gerne ein Abo da, denn bei mir findet ihr ja immer die neuesten Guides zu den neuesten Spielen. Fangen wir an im Probenlager. Da sind wir jetzt nämlich gerade angekommen. Und ja, hier müssen wir jetzt quasi weiter, wenn wir auf dem Aufzug rausgekommen sind. Linke Seite gibt es direkt eine Gnade, die natürlich einmal aktivieren. Und hier gibt es entsprechend auch noch einige Sachen zu holen. Wir sind jetzt hier im Lagerhaus, im hinteren Bereich. Die Sachen holt ihr euch natürlich dann selbstverständlich. Geht hier weiter, wenn ihr fertig seid. Die Leiter klettern wir hier einmal nach oben. Die ist relativ lang und wenn wir oben angekommen sind, dann gibt es da noch einen Aufzug, den wir benutzen müssen. Hier oben angekommen, machen wir erstmal hier den Gegner platt und haben wir das erledigt, gehen wir hier einmal weiter durch die Bibliothek, die Treppen nach hier oben und dann hier einmal entlang in den nächsten Bereich. Hier einmal komplett durch und ja, hier oben angekommen, schnappen wir uns die Feuerschlange und springen hier einmal durchs Fenster. Hier aus dem Fenster raus und hier diesen Balken folgen und hier einmal hoch und da entlang und rüber und da schnappen wir uns noch den Knochensplitter und hier finden wir dann die nächste Gnade. Ja, auch bei der Gnade ist ein Aufzug. Den meinte ich eben, den benutzen wir jetzt und fahren einmal nach oben. Und wenn wir oben angekommen sind, dann heißt es aufgepasst. Hier müsst ihr ein bisschen balancieren und einmal hier dem Balken folgen. Man kennt es aus From Software Spielen und hier muss man dann einmal die Leiter nach oben. Passt hier unbedingt so ein bisschen auf Mesmas Ritter auf, die dann so einen Schallschuss machen können und euch gerne mal runterhauen. Geht hier einfach weiter, macht die Fledermäuse platt und versucht hier einmal rüber zu springen. Und von hier aus können wir schon eine Leiter erreichen, die wir jetzt benutzen. Geht also hier einmal lang und da unten in diesem Bereich, da müssen wir quasi einmal hin, um da weiterzukommen. Die Leiter dazu findet ihr hier hinten an der Ecke. Wie gesagt, passt auf diesen Schallschuss auf. Der kann euch gerne mal runterhauen. Springt dann einfach hier runter, geht hier durch und über diese Planken drüber, um zu diesem Mini-Aufzug hier zu gelangen. Und passt da ein bisschen auf, dass ihr nicht runterfallt. Geht dann einfach weiter, wenn ihr beim Aufzug rausgekommen seid. Und ihr könnt dann hier eine schöne Tür sehen, die nicht aufgeht. Aber hier den Aufzug könnt ihr benutzen und dann nochmal ganz nach unten kommen. Wenn ihr unten angekommen seid, gibt es hier eine Gnade und schon mal den ersten versteckten Boss für euch, beziehungsweise den ersten Boss hier in dem neuen Bereich. Den könnt ihr nämlich jetzt erreichen, wenn ihr einfach geradeaus durch aufs Feld geht. Wenn ihr mutig seid, könnt ihr das schon machen, ist aber nicht für die Quest relevant. Geht aber gerne mal rein und checkt mal ab, was der so drauf hat, ob ihr den schon direkt schafft, den Kommandant Gaius. Und dann könnt ihr mal schauen, was er so kann. Ja, auf jeden Fall gibt es diesen Boss hier, müsst ihr aber nicht machen. Wir starten hier von der Gnade, Aussicht von Skardu und gehen dann einfach nach rechts entlang und können uns hier nochmal unsere Waffe quasi verstärken, beziehungsweise unsere Angriffskraft. Hier brauchen wir jetzt auch die Geste, die wir vorher geholt haben. Und hier steht es auch schon teilweise beschrieben. Geste versuchen öffnet Geheimgang. Und dazu gehen wir jetzt einmal hier zur O-Mutter-Geste und benutzen diese einmal. Dadurch verschiebt sich eben die Statue und ein Geheimgang geht auf. Ist dieser Geheimgang offen, können wir hier einmal durchgehen und gehen dann hier auf die andere Seite. Haben hier eine schöne Aussicht. Hier kann man übrigens auch links gehen, den Felsen hoch. Das wird später noch wichtig sein. Merkt euch das, um dort nochmal bei einer gewissen Entscheidung zurückzukehren. Nutzt hier aber erstmal die Gnade, also merkt euch diese Gnade unbedingt, um später nochmal da hochzukommen. Hier Gnade am Hinterland und ja.
Da gehen wir jetzt aber erstmal nicht hin, denn wir wollen jetzt erstmal hier runter den Fingerabschnitt berühren. Und zwar finden wir den hier unten im Fingerkrater. Dazu einfach das Pferd schnappen, geradeaus durchreiten. Achtung, hier kommen noch zwei Baumritter, also zwei. Und ja, könnt gerne gegen die kämpfen, könnt aber auch erstmal durchreiten, um die Quest weiter zu verfolgen. Dann hier einmal über die Brücke. Und dann kommt ihr hier auch schon bei der nächsten Gnade raus, die ihr natürlich aktiviert. Habt ihr diese Gnade einmal angemacht, geht's weiter und ihr folgt dem Weg linker Hand komplett nach unten und kommt dann hier zu diesen Fingern, zu der Fingergrube. Und ihr werdet sehen, hier sind auch einige Familien von Fingern unterwegs, die quasi einen kleinen Krieg gegen die Töpfe führen und die auch immer wieder aussaugen. Hier also Fingersteinhügel, der nächste Checkpoint. Wir sind hier einmal komplett lang gelaufen und hier von dem Checkpoint gestartet. Kirchenbezirk, sind dann im Endeffekt hier einmal durch, sind hier hinten rausgekommen. Ja, und dann haben wir das soweit erledigt. Weiter geht's also von Fingerstein und hier einmal runter zur Markierung. Und da wirklich aufpassen, denn die Magier, die jetzt hier sind, die sind jetzt noch krasser, also diese Würmer. Und dadurch, dass es ein offenes Feld ist, erwischen die euch halt wirklich von sehr, sehr weit entfernt und können euch dann fast mit einem Mal töten. Also hier unbedingt aufpassen. Ihr könnt natürlich versuchen durchzureiten und passt da ein bisschen auf, dass ihr, wenn ihr das macht, hinter dem Felsen immer seid und da so ein bisschen Schutz sucht. Besten rechte Seite geht das ganz gut, könnt ihr ganz gut lang reiten und euch das Ganze vielleicht so ein bisschen ersparen. Aber wenn sie euch eben erwischen, kann es sein, dass ihr dann sofort tot seid. Naja, es liegt an euch. Im Endeffekt gehen wir hier in die Mitte zu diesen Fingern hier wieder und läuten hier die zweite Glocke und dadurch können wir eben die Quest fortführen. Außerdem bekommen wir Himmelssamen-Talisman plus 1, der den Verbrauch von den FP-Flaschen quasi erhöht. Und das enorm. Ihr bekommt also wesentlich mehr durch die FP-Flaschen an Regeneration zurück. Ja, und das ist ja immer mal ganz praktisch, gerade für Magier. Habt ihr das erledigt und die Fingerruinen quasi aktiviert? Dann können wir natürlich wieder zurück zur Kathedrale von Manus Metir reisen und eben dort mit Ymir noch einmal sprechen. Also einmal zurück zur Kathedrale von Manus und da geht dann die Quest weiter. Hier sprecht ihr jetzt erneut mit Ymir und redet einmal mit ihm und ihr könnt euch dann natürlich einen neuen Dialog anhören. Er freut sich, dass ihr das auch geschafft habt und beglückwünscht euch zum Fürsten der Nacht quasi. Außerdem gibt er euch natürlich wieder eine Runenkarte und die Ruinenkarte, so heißt sie, können wir hier einmal uns angucken und das kommt uns schon sehr merkwürdig vor, denn das ist genau das Gebäude, was gezeigt wird, in dem wir gerade stehen. Na gut, wir kennen ja schon den Geheimgang, also sprechen wir erst nochmal mit dem zweiten NPC, der hier an der Seite steht, und gehen hier einmal den gesamten Dialog durch. In our eyes, the only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. Falls die Quest jetzt nicht auf Anhieb weitergeht und das alles irgendwie gleich bleibt, wenn ihr hier den Bereich lädt, dann müsst ihr unbedingt nochmal mit dem Fürsten sprechen und hier nochmal alle Dialoge durchgehen, weil sonst geht es hier nicht weiter. Es muss also so sein, dass der Fürst seinen Thron verlässt und ihr wieder in den unteren Bereich reinkommt. Falls ihr das nicht schafft, müsst ihr wirklich nochmal mit beiden alle Dialoge durchsprechen und den ganzen Bereich einmal neu laden. Sobald ihr neu geladen habt, sollte das dann nämlich so sein, dass der Thronstuhl wieder leer ist und ihr diesen benutzen könnt, um wieder unterhalb in diesen Bereich zu gelangen.
Und jetzt ist auch wieder der Punkt, an dem ihr den NPC, der da unten kommt, also den Invader, quasi nochmal herausfordern und besiegen könnt. Schnappen wir uns also wieder die Leiter, gehen einmal nach unten und im unteren Bereich können wir dann unsere Revanche gegen den Invader haben. Ich habe tatsächlich auch beim ersten Mal versagt und deswegen könnt ihr hier den dann einfach nochmal bekämpfen. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm, ihr bekommt einfach nur die Ausrüstungsmaterialien etwas später. Habt ihr den Gegner dann besiegt? Kommt ihr zu einem der epischen Bossgegner in Elden Ring Shadows of the Erdtree DLC. Macht euch also bereit für einen krassen Kampf und berührt hier am Ende natürlich einmal den Finger, um dann den geheimen Bossgegner zu finden. Einmal berühren und wir werden automatisch in die Welt des Bossgegners reingezogen und das ist quasi die Mutter. Wenn wir hier sind, passt wirklich auf, die macht ordentlich Schaden und ist ziemlich stark. Mutter der Finger und ja, die ist schon ziemlich cool, solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr das fertig habt, ist der Thron wieder leer und ihr geht zurück und werdet dann invaded. Und den Kampf müsst ihr natürlich jetzt hier einmal überstehen und den Gegner platt machen. Also einmal den Bereich neu laden, hier den Invader erledigen und danach kommt es dann gleich schon zum nächsten Bosskampf, den wir direkt im Anschluss haben und natürlich müssen wir da auch nochmal gewinnen. Im Anschluss könnt ihr dann nämlich noch gegen Ymir, Mother of Fingers, einmal komplett kämpfen und den einmal platt machen. Und ja, der Kampf ist auch schon relativ interessant, weil er hohen Schaden macht, aber macht auch ordentlich Spaß, den einmal zu besiegen. Das müsst ihr einmal machen und wenn ihr das erledigt habt, dann geht's weiter zum nächsten Abschnitt. Wenn das nämlich fertig ist, kommt es zu einer der wichtigsten Entscheidungen im DLC und zwar könnt ihr jetzt nämlich auswählen, was ihr hier als Rune bzw. als Echo übergebt. Ihr könnt einmal Iris of Grace nehmen oder Iris of Occultation. Und das Ding dabei ist, dass ich zeige euch jetzt erstmal die erste Entscheidung. Die führt dazu, dass wir eine Asche bekommen, die wir auch noch verstärken können. Und zwar die doppelt benutzen können. Der zweite Punkt ist meiner Meinung nach aber besser, weil er euch ein Schwert, ein Katana bringt, was wirklich richtig übertrieben stark ist. Um jetzt diese Asche zu bekommen, wählt ihr die erste Option raus, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Und dann könnt ihr hier eben nochmal zu dem Dorf gehen, was ich am Anfang schon erwähnt hat. Das ist hier auf der linken Seite und da findet ihr eine Klippe, wo ihr runter könnt. Und da könnt ihr dann eben die Asche tatsächlich nochmal verstärken, so dass ihr davon dann zwei einsetzen könnt. Ihr bekommt die Asche also einmal und könnt die anschließend hier noch verstärken, wenn ihr die Puppe der Schwester findet. Sucht euch also hier am Spot, linke Seite an der Klippe und geht dann hier in den Bereich runter, den ich euch ja vorher schon mal gezeigt habe anhand des Checkpoints. Und hier könnt ihr dann eben in diesen Turm reinfallen und hier auf den Balkon kommen. Und da findet ihr dann die Puppe der Schwester. Und hier unten, die müsst ihr dann einmal aktivieren. Ich muss hier auch extra Videomaterial von einem befreundeten YouTuber zeigen, denn hier habe ich diese Option nicht ausgewählt. Wenn ihr nämlich die andere Option auswählt, dann bekommt ihr ein richtig schönes Katana, was ordentlich Schaden macht. Ja, Freunde, und somit ist die Quest auch zu Ende. Ich bedanke mich an diesem Sinne fürs Zuschauen. Vielen Dank, lasst ein Däumchen nach oben und auch ein Abo da. Alle Guides zum Elden Ring DLC findet ihr im Kanal. Klickt euch da gerne mal durch und falls ihr Fragen habt, immer schön runter in die Kommentare und ich versuche euch natürlich weiterhin zu helfen. Also Freunde, bis zum nächsten Mal, macht's gut, adios und ciao, ciao.